Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy 13. Das letzte Mal sind wir mit Zess und Lulu, weil ich das letzte Mal von Lulu geredet habe, mit Zess und Vanille unterwegs gewesen, um von A nach B zu kommen. Ich weiß gar nicht, wo die überhaupt hinwollen. Die sind gerade irgendwie gefühlt einfach erstmal unterwegs. Ich habe wahrscheinlich schon wieder einen guten Teil der Story verpennt. Okay. Und jetzt heile ich mich mal selber. Weil gegen die Viecher hier zu verlieren wäre echt peinlich. Wie viele KP habe ich? Ja, verteilen wir mal wieder. Hier können wir ihren Heiler noch ein bisschen skillen. Ein paar TP dazu sind ja nicht schlecht. Und bei ihm wird der Augmenter... Ach, kacke. Ja, ich sollte nicht alle paar Nase lang hier irgendwie Skills verteilen. Einmal und dann richtig reicht er eigentlich völlig aus. You look tired. Not enough sleep? I guess. Not surprising. Cute girl like me. It's hard to close your eyes, huh? Oh, I'm just gonna lie down for a bit. Being made of Lassie, it's not easy. I mean, look. Even I'm kind of worried. But even if we don't know what'll happen, we have to keep our dreams alive. Have something to look forward to. You know? Next stop is Nautilus, City of Dreams. Allein, oder? Ja. Kriege ich jetzt mehr EP, wenn ich alleine unterwegs bin? Ist hier oben rechts eine Truhe? Nee. Ja, da merkt man mal wieder den klassischen Rollenspieler. Gibt's in der Sackgasse Loot? Gut, ich glaube, da sollte ich dann doch eher mal hier in die Sackgasse gehen. Um dann mit Zess zusammen weitergehen zu können. Zess! You scared me. What's up? I'm just thinking. Don't blame yourself.
You know, you can't control who a Falcee picks for a focus. My son Dodge. He was picked. He's a Lassie. He said he wanted to see a foul sea, so I took him to go on a tour of the Uriday Gorge plant. Thought I'd surprise him with a chocobo chick to take home, but the second I turned my back, into the energy plant he went. Dodge! Dodge, come out here! Dodge, I know you're in here. Dodge! Where are you? Say something! Dodge! Hey, what's wrong? Dodge! Daddy! It's all right. You okay? You're not hurt, are you? What's that? Apparently, those post-Lassie had snuck in and tried to attack the Sanctum Falcee. It did the only thing it could and made Dodge a Lassie to protect it. My son, he got picked by a Sanctum Falcee. He's a hero. But we're post-Lassie. Dodge's enemies. Psycom showed up right after that to take custody of him. Then, it was one test after another. Even then, they couldn't figure out his focus. Maybe it was look for post-Lassie, maybe it was kill him. Either way, how could a kid that young even stand a chance? After he was made a Lassie, Dodge had some way of sensing things from Pulse. He was the one who found the Pulse Falcee. But the kid can't fight. So, that's why I put myself on the train to Purgeville. I figured his focus had to have something to do with destroying that Pulse Falcee. Thought I could do it for him, and, well, you know the rest. If I was right about his focus, he's probably a crystal already. Of course, if he was supposed to take out that thing's Lassie, then either we die, or he's a Seath. Die? Really? It's a pickle, all right. But the bird says no. Here's a camera when you need one. Ja, das stimmt wohl. Hier müsste man mal fotografieren. Das Storytelling in Final Fantasy ist halt immer so toll. Deswegen speichern wir das auch erstmal an der Stelle. Ach, kacke, ich wollte doch keine neuen Spielstände mehr anlegen. Hallo, Kamera? Danke. Was ist das denn? Alright then. What is that? Device that makes bad weather. Come out to play in the rain, did you? Isn't that adorable? Wetterkugeln beeinflussen das Klima und steuern atmosphärische Niederschläge. Einige indigene Spezies scheuen Wasser und verkriechen sich vor Regen. Allerdings locken Niederschläge dafür andere hydrophile Wesen hervor. Ja, geil.
weiß nicht, was jetzt besser oder schlimmer ist. Die Stachelfische oder die anderen Gummelfiecher, die ich hier hatte. Blitz ist bei dem am effektivsten. Gut, dann partikuliere ich mal wieder. Und heile Zess auch noch mit. Und dann exterminiere ich sie. So, jetzt muss ich mal ins Datenlog gucken, genau. Oha. Gut, dann klicke ich an der Stelle mal eben die Story durch. Persönlichkeiten. Zess Catsroy. Mit seinem kleinen Chocobo. Dash Catsroy. Oberstleutnant Jill Nabat. Die erinnert mich total an Bayonetta. Chocobo. Ja, das hat einen eigenen Eintrag. Wie gut ist das denn? Er hat die Klamm gekauft, um seinem Sohn Dash, der Chocobos über alles liebt, eine Freude zu machen. Doch Dash wurde von einem Percy in eine Sea verwandelt und von Psycom in Gewahrsam genommen. Daher haben sich das Chocobo-Küken und Dash nur kurz gesehen, als Zess seinen Sohn besuchen durfte. Doch die Zeit reichte, um sich anzufreunden. Dash wollte sich einen Namen für das Küken überlegen, doch er konnte sich noch nicht entscheiden. Oh. Och. Tag 5, der Kontakt. Tag 8, der Bericht. Vater und Sohn. Region und Einrichtung. Die Elride Klamm. Vergnügungsarkologie Nautilus. Was? Vergnügungsarkologie, wer kommt auf so einen Namen? Sanctum Lucy. Chocobos! Chocobos sind toll! Gibt es so gut wie keine Freundin. Besonders seit ein Chocobo als halt eine Kinderserie viele Herzen erobert. So ist abgeliefert, sobald hier eins. Ja. Chiata. Achso, Chiata ist Cocoon Felsi. Waltes Kraftwerk in der Erde klammern. Daher vor der Progression spielte der Felsi Chiata die Anwesenheit von Pursless hier und leitete Abwehrmaßnahmen ein. Um die Eindringlinge aufzuspielen. Oh, also gibt es einen Krieg unter den Felsi selber? Und die Pursless hier sind die Gegner der Sanctum Lassie. Und wir müssen die Sanctum Lassie platt machen. So, jetzt habe ich das Gefühl, dass diese Sanctum Lassie, wie im Kerta hier zum Beispiel, gar nicht schlecht sind, weil er ist für die Energiegewinnung zuständig und verwaltet damit halt die gesamte Anlage dort. Und hält die halt am Laufen. Also warum müssen wir die dann platt machen? Also das ergibt für mich halt gerade sehr wenig Sinn. Amphibien, Stachelfisch. Ja, Schwäche, Blitz und Feuer. So, jetzt hat der Regen auf.
Ah, und jetzt haben wir hier wieder Killer-Tomaten. Ach, wie gut. Karte, wo ist eine Sackgasse? Oha, da hinten sieht es ziemlich dick aus. Gut, dann gehe ich jetzt mal hier rechts hoch. Dann töte ich ein paar Schlotzi-Viecher. Und dann gehe ich einmal zurück. Gucke mal, ob der Wetterwechsel mir vielleicht den dicken Drachen da hinten vom Hals holt. Obwohl, da ist mir dann das dicke Gummelviech im Weg, hier diese komische Echse. Ja, das ist auch kacke. Gut, das muss natürlich auch mal geheilt werden. Mal wieder auf Extermination. Ich habe nur geguckt, was ich in den anderen Paradigmen überhaupt drin habe. Vielleicht taugt es ja besser. Aber ich finde, Extermination ist ganz praktisch. Dann wieder Partikulation und Sessheil. Weil er ist ja der Damage-Dealer hier. So, dann kriegen wir den schön geschockt. Und jetzt brauchen wir auch nicht mehr hin. Gut, Feuer und Feuerrad sollten den dann komplett fertig machen, genau. Und dann, ja, wird er brennen. Brenn, du Sau. Ich mach dich heiß. Manchmal frage ich mich selber, ob ich noch ganz dicht bin. Ach du Scheiße. Ach, hier oben ist eine Truhe. Metallband. Ey, Viecher haben null Peil, ne? Das ist A, traurig und B, geil. Feuer und Feuera sind auch Flächenfähigkeiten, oder? Ne, Feuera ist eine Flächenfähigkeit. Oh, dann freue ich mich schon auf Feuega. Feuega ist ja nochmal die höchste Stufe der Feuerzauber. Und wenn Feuera Flächenschaden macht, dann wird die Explosion von Feuega wahrscheinlich alles niedermachen. Oh, ich freue mich wirklich auf die Garzauber. Es war so witzig bei Final Fantasy X, als ich den Garzauber der Vita-Stufe freigespielt habe. Weil es war Vita, Vitra und Vigra. Kann man mein schelmisches Schmunzeln bei dem Zauber Vigra verstehen? Ja, ich bin ein sehr erwachsener Mensch. Kacke, ich finde es jetzt schon wieder witzig. Mann. Ich bin ein erwachsener und ernster Mensch. Das könnt ihr glauben. Feuer und Feuerer. Ja, Feuerer macht wirklich an beiden Schaden. Das ist super cool. Und dann
röste ich dich. Du wirst jetzt zu einer Grilltomate. Ich mag sein Grinsen. Der ist sympathisch. Okay, da ist ein dicker Drache. Und da ist ein dicker Drache. Und das ist unsere Aufgabe für die nächste Folge. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.